Also diese erste Aktion, die wir gemacht haben, da ging es ja darum, dass wir den Film zweimal gezeigt haben, den Film Power to Change, die Energierebellion. Und was mir besonders gut gefallen hat, war, dass es eben auch da sehr konkret wurde. Das, was wir hier in Bonn so schön finden, ist, dass wir das auch zum Anlass nehmen. Insgesamt 14 Organisationen wollen jetzt einfach noch besser und noch mehr Stimmung für Energiewende und was man tun kann, machen. Und ein Großteil von uns ist hier und wird sich nach dem Film ganz kurz vorstellen. Und dann laden wir euch herzlich ein, rüber zu gehen. Das ist wirklich beeindruckend. Es gibt ganz viel in Bonn, von A bis Z quasi, Anti-Atom, bis hin, ja, zukunftsfähiges Bonn auch, Ökozentrum. Und jeder macht so seins, aber dass man zusammen am Tisch sitzt und zusammen eine Aktion plant, das ist irgendwie so, glaube ich, noch nicht gelaufen. Das fand ich schon mal super. Ja, und auch die Aktionen, also diese Filme und die Infobörsen, unsere Klimapuzzle-Bausteine, ich glaube, das kam alles sehr gut an. Das bedeutet Zukunft gestalten und die Zukunft sind unsere Kinder und deswegen haben wir uns auch einen entsprechenden Spruch aufgedacht. Jetzt hast du ihn vergraben, da ist er. Kinder sollen lachen, nicht strahlen. Und zwei Möglichkeiten dahin zu gelangen ist, eben vor allem für Bonn, Urantransporte über das Stadtgebiet von Bonn stoppen und die Horange abschalten. Ich denke, dass mittlerweile eben auch immer mehr Stadtwerke merken, dass sie aktiv werden müssen, weil sie sonst auf ihren jetzigen Geschäftsmodellen massiv Probleme bekommen werden. Ich bin von der evangelischen Kirchengemeinde in Beuel. Und wir haben in der Kirchengemeinde das Umweltmanagement Grüner Hahn eingeführt, weil uns die Bewahrung der Schöpfung sehr wichtig ist und wir sagen, wir müssen daran arbeiten, dass es auch vorangeht. Und mit in unseren Umweltleitlinien haben wir auch geschrieben, dass wir uns gerne vernetzen und miteinander arbeiten und mit anderen Organisationen arbeiten wollen und deswegen sind wir hier mit dabei. Wir haben uns kritisch mit unseren Verbrauchszahlen auseinandergesetzt als Kirche, mit Kirchengebäuden, mit der Gemeindenutzung und haben Ziele definiert, wie wir CO2-Emissionen einsparen können und auch Frischwasserverbrauch senken. Wir haben einen ganz bunten Tisch mit vielen Aktionen mitgebracht, denn für uns heißt Grüner Hahn Umweltmanagement nicht nur Strom einzusparen, heißt auch. Gibt uns damit Menschen, die sich darüber informieren möchten, was sie an ihrem Haus tun können, in der Regel als Eigentümerin oder Eigentümer, im Zweifelsfall aber auch als Mieterin oder Mieter, wie man eben dafür sorgen kann, weniger Energie zu verbrauchen. Im einen Fall oder dann auch, welche Heiztechnik man einsetzen kann und so weiter und so fort. Also dazu bieten wir eine kostenfreie Beratung. Die technischen Grundlagen und im Prinzip auch die Möglichkeiten in Deutschland sind gegeben, dass wir die Energiewende schaffen, auch relativ schnell. Es ist aber so, dass eben wie oft in den Gewohnheiten vieles einfach hängt. Und deswegen ist unser Puzzleteil, dass die großen Pakete, die wir eben privat in der Hand haben, das ist unser Geld, unsere Rentenversicherung, das ist das Geld, was wir irgendwo noch investieren und gespart haben. Und es ist auch unsere Hausbank, über das ganze Geld läuft, dass wir da umstellen. Und wir sitzen in einem Gebäude, das seit einigen Jahren oben auf dem Dach eine Anlage zur Erzeugung von Strom aus Sonnenlicht, aus Solarenergie bezieht. Und im Eingang, wenn er da mal guckt, auf der linken Seite ist eine Anzeige, wie viel schon hergestellt worden ist. Ja, also das Beste finde ich bei unserem Klimaschutzgruppennetzwerk, dass wir uns jetzt überhaupt erstmal alle kennengelernt haben. Ich bringe zwei Dinge zusammen, damit ihr so ein bisschen eine Vorstellung davon habt, was wir schon gemacht haben. Wir haben jetzt schon die 9. PV-Anlage in Betrieb genommen, jetzt Ende letzten Jahres. Seit 4 Jahren nehmen wir nur noch PV-Anlagen in Betrieb, wo der Strom tatsächlich auch im Gebäude verbraucht wird. Unsere besten Anlagen laufen über 95% Eigenverbrauch. Und wir begleiten halt die umweltpolitische Debatte in Bonn und auch darüber hinaus mit positiven Beispielen. Und gegebenenfalls erarbeiten wir dann auch ehrenamtlich bestimmte Themenbereiche, die halt zum besseren Verständnis dazu beitragen, was man vor Ort machen kann. Also man fragt sich ja, was die Klimakonferenzen so ergeben haben. Und leben wir das auch wirklich im Kleinen. Wir haben zum Beispiel unser dieses Jahr zum dritten Mal stattfindendes Skillsharing im Masterho, Machen statt Motzen, wo junge Menschen wirklich ihre Utopie leben. Wir leben auf einem Bauernhof für knapp eine Woche mit Kompostklos, mit Solarduschen, mit gerettetem Essen.
unser originäres Ziel ist eigentlich nicht Energie oder nicht nur Energie, sondern es ist überhaupt eine enkeltaugliche Zukunft, auch eine gewisse Krisenanpassungsfähigkeit zu erreichen. Aber auch an den Beispielen sieht man gleich, dass es doch irgendwie immer auch mit Energie und Energieverbrauch zu tun hat. Kein Greenpeace ohne Banner. Ich wollte Sie eigentlich überreden, mit Kurzschrei zu malen, aber das ist nicht die Kleinste. Okay, das dürft ihr gleich noch im Rathaus auch bewundern. Ich hoffe, ihr könnt es auch sehen. Unsere Stadtwerke kohlefrei steht da drauf. Das ist doch mal eine Ansage, oder? Ja gut, die Initiative von Greenpeace finde ich großartig. Das ist ja ein Schritt in Divestment. Ja. Raus für die Stadtwerke aus der Kohle, raus aus den Schritt, den Münster gemacht hat, zu gehen, zu sagen, wir divestieren wirklich tatsächlich konsequent aus fossilen Energieträgern. Das ist sicherlich ein wichtiger Schritt. Jeder Beitrag zählt und das ist was wir in Bonn noch viel lebendiger machen können. Und ich glaube, je konkreter wir werden und je konkreter auch die Angebote werden, was man machen kann, desto eher machen die Leute mit. Das ist so ein Fazit.